Also, wenn wir uns so die Entwicklung angucken, haben die E-Commerce-Unternehmen sehr stark damit angefangen. Dann ist es in die IT-Anwenderbereiche, auch größere Organisationen übergeschwappt. Aber es ist sehr stark in der Softwareentwicklung verhaftet. Das, was wir gerade sehen, dass sich so zwei Trends gerade festigen. Das eine ist, wie kriegen wir das Thema raus aus der Softwareentwicklung in die gesamte Organisation? Die Frage stellt sich meistens eher in kleineren Organisationen. Den anderen Trend, den wir sehen, ist, dass Hardwareentwicklung und so weiter auch anfängt, agiler zu denken, bis hin zu Unternehmen, die überhaupt nichts mit Softwareentwicklung zu tun haben, die sich anfangen, mit agilen Ansätzen zu beschäftigen. Der Indikator ist gar nicht ausschließlich die Größe, sondern wie gesagt, vor allem die externen Agilitätstreiber oder auch interne Agilitätstreiber. Und diejenigen in Deutschland, die jetzt sehr weit sind beim Thema Agilität, da stellen wir fest, dass es momentan Organisationen sind bis etwa 300 Mitarbeiter. Und das zweite Merkmal, dass die inhabergeführt sind. Also wir sehen einen großen Unterschied zwischen inhabergeführten Organisationen und börsennotierten Unternehmen. Auch bei größeren Unternehmen, die jetzt anfangen, zwei Beispiele, die Otto Group in Hamburg oder auch eine Bosch in Stuttgart, die vom C-Level her, also vom CEO her, anfangen, sehr konsequent agil zu denken, sind beides auch wieder Organisationen, die nicht börsennotiert sind, die aber vom Wertesystem und von der Denkweise verstanden und durchdrungen haben, dass ihnen Agilität einen hohen betriebswirtschaftlichen Nutzen liefert.